Terra. King's Quest 7. Die prinzlose Braut, The Princess Bride. Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Isle of Moon zu meinem ersten Let's Play von King's Quest 7, einem ja, echten Klassiker. Die erste Version kam 94 raus, das ist jetzt die von 96. Und ja, schön, dass ihr euch hier angefunden habt. Ich lasse euch erstmal mit der Vorschau alleine. Alles, Mutter. Dann sagte er, tut mir leid, Prinzessin, ich trete nie auf Mamas Füße, wenn wir tanzen. Zugegeben, Prinz Rupert ist ein wenig unbeholfen, Liebes. Gelinde gesagt, ja. Aber weil wir gerade vom Prinzen reden, meine hübsche Tochter, es wird wirklich Zeit, über das Heiraten nachzudenken. Oh, Mutter! Also Rosella, du bist fast 20 Jahre alt. Die meisten deiner Freunde sind schon verheiratet. Mutter, ich bin noch nicht so weit. Es gibt so viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Ich will meinen Spaß haben. Aber Rosella, ich weiß zufällig, dass Prinz Schockwart von Bergherz ganz verrückt nach dir ist. Prinz Schockwart? Der ist total langweilig, Mutter. Er ist nicht langweilig, Rosella. Er ist zuverlässig. Und er ist wirklich nett. Er hat das schönste Lächeln, das es gibt. Findest du nicht? Und wie intelligent er ist. Wie viele junge Männer kennst du mit dem Hobby, lateinische Verben zu konjugieren? Und weißt du, du solltest dich glücklich schätzen. Jede Prinzessin in der uns bekannten Welt ist verrückt danach, Prinz Schockwart zu heiraten. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist, Rosella. Deshalb habe ich den Prinzen... Rosella? Ja, das waren unsere beiden Hauptfiguren gerade, Valenice und Rosella, Mutter und Tochter. Und ja, für diejenigen, die die anderen Teile vielleicht auch kennen, ich finde das immer großartig, wenn die so ein bisschen zusammenhängen. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann ist Rosella, ich glaube die Tochter, nicht die Enkelin. Ich glaube, es ist die Tochter von dem Charakter, den man im allerersten Teil von King's Quest spielt. Ja. Ja, achso, für diejenigen, die nicht verstanden haben, das Lied am Anfang,
da ging es im Prinzip genau um das Gleiche. Also sie will noch nicht erwachsen werden, will noch nicht heiraten, aber alle Leute um sie herum drängen sie, dass sie endlich das wird. Aber sie würde viel lieber Abenteuer erleben, in einer ja, Traumwelt reisen. Und naja, das ist ja anscheinend gerade passiert. Ja, und da wir hier Königin und Prinzessin spielen, habe ich mir gedacht, nennen wir unseren Spielstand einfach mal Sissy. Und wir fangen natürlich im ersten Kapitel an. Wo zum Donnerwetter bin ich? Meine Tochter! Rosella! Wo bist du? Oh, verdammt! Wo bin ich hier? Wo ist meine Rosella? Mein Kind! Ja, interessante Begrüßung. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das war eine Springmaus und hinterher gerannt ist irgendwie sowas Großes. Ja, und wir sind hier aus dem Nichts aufgetaucht, jetzt in so einer Art Wüste. Und ja, das ist Valenice. Sie hat sich gleich erstmal hier ihren schönen Rock kaputt gemacht. Dann nehmen wir jetzt erstmal das Stück Stoff auf. Finde ich auch toll, dass man das nicht sieht. Ja, also, ist ein tolles Kleid. Kann man ein Riesenstück rausreißen, klappt trotzdem. Ja, kurze Einführung ins Spiel. Das ist nur hübsch. Das hier ist unser Inventar. Da haben wir auch schon zwei Sachen drin. Das ist der Goldkamm. Habt ihr vielleicht gesehen. Den hat Valenice noch aufgehoben vom Teich. Und da können wir hier auch gleich interagieren. Man sieht es auch, also sobald man mit etwas interagieren kann, dann wird es weiß. Ja. Und naja, Valenice hat ja immerhin gerade ihre Tochter verloren und das ist schon hart. Und naja, also anscheinend erinnert sie das so stark an sie, dass sie ja, weinen muss. Dann hier noch zu den anderen Sachen. Das ist das Auge, da kann man sich die einzelnen Items angucken. Und auch mit den Items interagieren, aber das kommt noch. Hier sind die, ja, die Optionen. Und dieser Regler hier, der sagt, dass man in so einem Schiebebild ist. Ja, und da wollen wir gleich mal gucken, wohin uns dieses Schiebebild hier eigentlich führt. Oh! Guckt sie nicht toll? So wie, also. So, wieso? Ja, und man sieht's, also überall, wo man was machen kann, da blinkt dann dieser wunderschöne Mauszeiger. Au! Ja, man kann auch ein paar unsinnige Sachen machen. Fasst sie erstmal so in die Nadeln rein. So, was ist das? Das hier ist ein Stock, den nehmen wir auch gleich mit. Und hier haben wir gleich eine Art Teich. Da gucken wir doch gleich mal rein. Aha. Interessant. Und, oh, den haben wir gar nicht gesehen gerade. Da gibt's auch, oh, da gibt's viel zu klicken. Dann sehen wir uns den Herrn doch mal an hier, den Stein. Hm. Ja, bitte, ich meinte angucken. Okay, ja, hier haben wir. Ja, das sind Wellen mit Totenkopf. Ja, Topf. Topf mit Gift. Nein, also, naja, so irgendwas mit Wasser drin, was anscheinend nicht so gut ist. Hier eine Schale, eine Weineperson, ein Maiskolben. Und ja, einen glücklichen Menschen, der irgendwas trinkt. Aha, gut, merken wir uns. Ja, was blinkt hier noch? Salzkristalle. Merkwürdig. Ja, und hier haben wir ein paar wunderschöne Salzkristalle. Man könnte es auch industriell gefertigte Eiswürfel nennen. Aber egal. Das ist schön. Ja, dann hatten wir hier noch. Aha, passiert erstmal noch nichts. Den Hals angucken. Und da können wir Sachen verschieben. Sieht alles sehr nach einem
relativ umfangreichen Rätsel aus, und mit dem Kopf konnten wir auch interagieren. Ja. Stylisch. Kann man anscheinend auch wieder zurück machen. Gut. Und hier kann man auch irgendwie was machen. Der sieht aus, als wartet er auf irgendwas. Boah. Auf was denn? Goldkamm? Nein. Na gut. Dann gehen wir nochmal rasch in die andere Seite. Auch übrigens, warum jetzt, obwohl wir ganz links sind, der Schieberegler ganz rechts ist, also das ist invertiert. Finde ich merkwürdig. Ach, jetzt kommt der Kerl schon wieder. Ja. Wie sich da irgendwie mit Kind, also, anstatt mal einen Kommentar abzugeben. Ja. Und, tja, wir sind hier in so einer Wüste. Und hier haben wir noch so eine Art Tempel. Mit ich hab den Stink. Und, ja, gucken wir doch mal rein. Bloß dieses Mistvieh loswerden. Ja, gute Frage. Warte mal, gehen wir noch mal rein. Ich muss einen Weg finden, um dieses schreckliche Biest loszuwerden. Oder es zumindest eine Zeit lang von mir fernzuhalten. Tja, das solltest du wohl. Und da sind wir auch schon das erste Mal gestorben. Das passiert ja in Sierra-Spielen gern und häufig. Und ja, natürlich wollen wir es nochmal probieren. Okay, also das funktioniert nicht. Das war knapp daneben. Geh weg! Nein, stopp! Ich muss einen Weg finden. Genau, musst du. Müssen wir. Ja, okay, also er reagiert auf das Stück Stoff. Und ja, man kann sich eigentlich denken, man braucht halt etwas, womit man sozusagen das Stück Stoff. Das wollte ich nicht. Also das war übrigens so eine wunderschöne Interaktion. Ja, man braucht etwas, womit man sozusagen den Stofffetzen weiter weghalten kann, damit ein halt, ne, sie hat ja gesagt, es ist knapp und so. Okay, ja, das wird, denke ich, klappen, aber das gucken wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, dann könnt ihr hier auf dem Laufenden bleiben. Kommentiert, kritisiert auch gerne. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, was man besser machen kann. Und ja, falls ihr auch Fragen habt, wie man diesen Klassiker zum Laufen kriegt, das ist... unter Umständen eine ziemliche Arbeit, aber falls ihr da Fragen habt, versuche ich das auch gerne zu beantworten. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!